Dankeschön, Dankeschön. Geht's euch gut? Ja. Ich hatte so einen langen Weg hierher. Das ist echt. Das ist noch kein Witz, ja? Das ist nur eine Feststellung. Ich möchte nie wieder mit der Deutschen Bahn fahren. Ich wollte es einfach nur mal gesagt haben. Sitzen hier Leute, die für die Deutsche Bahn arbeiten, zufälligerweise? Keine Sorge, es kommt jetzt kein bahnbasiertes Material. Ich wollte nur mal drüber reden. Falls mir von der Seele. Okay, fein, wir fangen mit Humor an. Hier, du erste Reihe, oh, du versteckst dich schon. Sehr gut. Ich kann dich sehen. Egal, was du tust, du bist angeleuchtet. Weißt du, was der, so wie man das nennt, wenn Mickey Maus Minnie Maus verprügelt? Häusliche Gewalt. So, jetzt haben wir den Humorteil aus dem Weg. Ich hab... war schon mal jemand von euch in Berlin? Will ich mal kurz klatschen, wenn ihr schon mal in Berlin wart? Jetzt kommt die schwierigere Frage. War schon mal jemand von euch in Schöneberg in Berlin? Ja. Das ist auch das Schöneberger Klatschen, das ist richtig. Das ist dieses so zwischen... Und bitte etwas Wein noch. Dann kann ich noch etwas Rotwein haben. Sehr spezifisch. Ich bin gestern, also wirklich gestern passiert, am helllichten Tag durch Schöneberg gelaufen. Ich wohne da. Und ich bin an einem Bioladen vorbeigekommen. Und das ist ein bisschen doppelt gemoppelt. Bei uns sind eigentlich alle Läden Bioläden. Unser Apple Store verkauft Äpfel. Das ist wirklich wahr. Und ich bin an diesem Bioladen vorbeigekommen. Und genau als ich vorbeikam, kam ein junger Mann raus mit zwei so richtig vollen Tüten mit so Biokram drin. Und er hat nur einen Schritt, er hat so einen Schritt rausgemacht. Und eine große rote Tomate ist oben rausgefallen, direkt vor seine Füße. Und er hat die so angestarrt für 10 Sekunden, ohne sich zu bewegen. Und ich habe ihn angestarrt für 10 Sekunden, ohne mich zu bewegen. Weil ich wollte sehen, was passiert. Ja? Egal, was jetzt kommt, wenn man 10 Sekunden auf eine Tomate starrt, dann kann es nur noch gut werden. Okay? Das sind die Regeln des Universums. Ich habe sie nicht geschrieben. Er hat diese Tomate angestarrt für 10 Sekunden, ohne sich zu bewegen. Und dann hat er so die beste Reaktion gezeigt, die ich je gesehen habe. Er ist einfach so... Das ist die beste Reaktion auf einen tomatenbasierten Zwischenfall, die ich je gesehen habe. Ich kann jetzt sterben, ich werde nichts Besseres mehr erleben in meinem Leben. Und ich weiß, ein paar im Publikum geht es vielleicht so ähnlich, ihr wollt sicherlich so wie ich mehr wissen über diesen Typen. Ich wollte alles über ihn erfahren. Ja? Und ich bin aufgewachsen mit Büchern wie Emil und die Detektive und Sherlock Holmes. Und ich dachte, die beste Methode, um etwas über ihn zu erfahren, ist so eine Bande von Kindern anzuheuern, die ihm so folgen und dann immer so Bericht erstatten. Ja? Jetzt ist meine Frage an euch, wie viele von euch sind schon mal auf den Spielplatz gegangen und haben laut gesagt, hey Kids, wer will sich was dazu verdienen? Es läuft nicht so gut, wie man denkt. Dann kommt die Polizei und Eltern und dann hat man als einzige Erklärung, ich wollte, dass sie dem Tomatenmann folgen. Es läuft nicht so gut. Ich habe nie herausgefunden, was wirklich sein Problem war, aber ich habe eine Theorie. Und es könnte sein, dass es ein paar von euch im Publikum betrifft. Fahrt euch einfach ruhig, besonders du hier vorne. Einfach ganz cool bleiben. Hier ist meine Theorie. Ich glaube, der war zu lange Single. Kennen wir das? Oh ja, da hustet jemand direkt in den Raum. Okay, ihr seid vielleicht alle zu cool und habt alle Tinder und Grindr gleichzeitig installiert und habt gar kein Problem mehr, Dates zu kriegen. So, aber es gibt sowas. Es gibt Leute, die sind zu lange Single. Wie beschreibe ich das? Nehmt mal eine Metapher. Ja? Stellt euch vor, ihr lauft durch einen wunderschönen Park. Ja? Es ist die Sonne scheint, so wie hier draußen die Sonne scheint. Der Park ist schön. Da ist so ein Rasen, der ist wunderbar. Und überall sind so kleine Kaninchen und die nibbeln so. Die nibbeln am Gras. Die sind total niedlich. Und ihr guckt die an. Und weil ihr zu lange Single seid, denkt ihr zwei Sachen. Oh, ich würde gerne einen davon streicheln. Aber ich würde auch gerne eins davon treten. Das ist das Gefühl, ja? So ein leichtes Hintergrundsummen der Aggression. Ich weiß selber, wie dieses Problem ist, wenn man zu lange Single ist. Ich war in einer sehr, sehr langen Beziehung. Und wie wir alle wissen, Beziehungen sind so ein bisschen wie Arbeit. Und dann wurde ich halt gefeuert. Und... fristlos. Und ich hatte dieses Problem, ja, ich wusste, ich kam da so raus aus einer Langzeitbeziehung und ich wusste nicht mehr, wie man flirtet, ich wusste nicht mehr, wie man Leute, Frauen in Bars anspricht, wie man flirtet, was man sagen soll. Das habe ich zum guten Freund von mir gesagt und der meinte dann, ja, dann lass mal hören. Ich sage, was willst du jetzt von mir hören? Na, deine Anmachsprüche. Anmachsprüche? Alter, das ist 2017. Ich habe doch keine Anmachsprüche. Wenn ich Frauen anspreche, dann ist das wie Jazz-Improvisation. Ich mache einen Haufen komischer Geräusche und die Frauen gehen weg. Großer Applaus für Jason.
Ich habe auch das Gefühl, als ich bin jetzt so, ich bin Mitte 30 und als ich rauskam aus der Beziehung, war ich Anfang 30 und da habe ich so gemerkt, dass es nicht nur mir so ging, sondern viele Frauen waren in derselben Situation. Die waren in einer langen Beziehung, die kamen raus, die wussten auch nicht mehr, wie sie flirten sollen. Ich war mal auf einer Party, ich stand in dieser Toilettenstange, vor mir standen zwei Mädels. Völlig besoffen. Ich tut nichts zur Sache, aber sie waren völlig besoffen. Und eine davon drehte sich so zu mir um und guckte mich so an. Und dann guckte sie wieder weg. Und dann guckte sie mich wieder an und dann sagte sie, du hast irgendwie so einen klassischen Look an dir. Ich so, was? Okay, ist das was Gutes oder was Schlechtes? Das ist was Gutes. Du siehst so aus, wie ich mir einen modernen jüdischen Mann vorstelle. Wow! Was zum Henker ist ein moderner jüdischer Mann? Einer, der überlebt hat? Ich stelle nur Fragen. Aber vielleicht war der Typ gar nicht so lange Single mit den Tomaten, sondern vielleicht war er einfach ein bisschen deprimiert. Ja? Depression kennen wir alle, gibt es überall. Ich kenne es auch, jeder kennt es. Ich habe eine Methode entwickelt, die könnt ihr mit nach Hause nehmen, wie man Depressionen effektiv bekämpft, und zwar sehr schnell. Ja? Hier ist meine Technik. Wenn ich deprimiert bin, dann gehe ich zu einem Zebrastreifen und ich warte, bis ein Auto kommt und dann gehe ich rüber. Ja? Aber nicht irgendwie. Ja? Ich gehe rüber wie ein französischer König im 16. Jahrhundert. So. Und ich sage auch Sachen dabei. Ich sage Sachen wie, haha, Bauern. Manchmal mache ich noch einen Moonwalk zurück und dann gehe ich wieder nach vorne. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man übertreibt, dann drückt er irgendwann aufs Gas. Aber es macht Spaß, ja? Ihr könnt es mal ausprobieren. Immer wenn ich solche Sachen auf der Bühne sage, denke ich manchmal so zu mir selber, ich glaube, ich bin ein bisschen blöd. Okay, kein Grund zu lachen an der Bar. Nein, aber ich meine, das ist auf so eine normale Art und Weise, wie alle Menschen, ja? Wir können ja alle Computer benutzen und Auto fahren. Okay, nicht alle können Computer benutzen und Auto fahren, aber die meisten können Computer benutzen und Auto fahren. Was ich damit sagen will, wir sind als Menschen fähig, erstaunliche Sachen zu machen, ja? Die meisten Tiere können keine Computer benutzen. Ich habe noch nie einen Pelikan gesehen, der eine E-Mail verschickt hat. Das ist der Punkt, ja? Aber wir machen auch alle so kleine Fehlleistungen im Gehirn. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich bin neulich durch Brandenburg gefahren, das ist rund um Berlin. Ich bin in Brandenburg gefahren aufs Land. Ja. Das war noch nicht die Fehlleistung. Das war okay. Das war der Sinn der Sache. Okay. Und da war so ein Schild an der Wand. Das sieht man in Berlin nicht so oft. Vielleicht kennt ihr das. Brandenburg sieht man es öfter. Da stand auf so einem Schild Freiwillige Feuerwehr. Und der dumme Teil in meinem Gehirn hat sofort gesagt, so die normale Feuerwehr ist also nicht freiwillig. Wer schickt diese Männer in brennende Gebäude? Das Arbeitsamt ist ja grausam, ja? Und der intelligente Teil meiner Gehörte hat sofort gesagt, halt die Klappe. Freiwillige Feuerwehr heißt Freiwillige Feuerwehr, und das stimmt wirklich, weil Amateurfeuerwehr richtig scheiße klingt. Ja? Keiner will vor seinem brennenden Haus stehen und die Feuerwehr anrufen. Ich brauche Hilfe. Bitte schicken Sie mal vorbei. Ja, okay, also die richtige Feuerwehr ist gerade nicht da, aber wir können einen Haufen Amateure vorbeischicken. In einem Clown-Auto. Die haben alle so riesen Schuhe an, die bringen ihren eigenen Wassereimer mit und dann fallen sie alle lustig hin. Nein, ich will die richtige Feuerwehr. Das ist auch, die Feuerwehr ist der einzige Notrufdienst, der eine Amateurliga hat. Ja? Das gibt es sonst nicht. Du kannst nicht im Krankenhaus kommen mit so zwei gebrochenen Armen und so einem Messer am Bein. Und dann so, oh, ich brauche dringend Hilfe. Und dann steht da irgendwie so eine Krankenschwester. Okay, die richtigen Ärzte arbeiten gerade alle. Aber hier ist ein Typ namens Ulf, der ist heute Morgen reingekommen. Den würdest du gerne mal probieren. Den würdest du einfach nur gerne probieren. Ist doch kein Problem, oder? Ja, er hat eine Alkoholfahne. Was los ist? Hat sich Mut angetrunken. Ich bin jetzt 35, sonst noch irgendjemand hier im Raum? Oh, wow, das ist unglaublich still geworden. Unter 35? Auch nicht. Ihr könnt ruhig klatschen. Das war sehr seltsam, die Reaktion. Ihr habt reagiert, als wärt ihr in der Schule gerade. Also, ihr seid sehr weit unter 35. Ja, wir. Meine Freunde heiraten gerade. Ja? Es ist wie eine Epidemie. Einer nach dem anderen heiraten. Ja, ich mag Hochzeiten, das war jetzt gar nicht so gut. Aber ich meine, es ist so ein bisschen irgendwie wie so ein Schnupfen, der sich so angesteckt hat. Es ging so ganz schnell. Ja? Papp, 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 alle verheiratet. Und das Seltsame war, die wollten mich immer wieder als Trauzeugen. Ja? Und ich dachte mir immer so, warum? Ja? Ich war schon dreimal Trauzeuge und noch nie die Braut. Es wird langsam peinlich.
Und dann habe ich darüber nachgedacht und ich glaube, es ist so, weil sie so dachten, okay, der Trauzeuge muss auf der Hochzeitsfeier eine Rede halten und wen kennen wir, der sowieso mal auf Bühnen geht und seinen Maul aufreißt? Jonas, genau, den nehmen wir, dann sparen wir vielleicht auch noch Geld für Entertainment oder so. Hier ist das Problem, ja. Traureden und so Stand-Up-Comedy sind sehr unterschiedliche Sachen, okay? Bei Stand-Up reicht es, wenn man witzig ist und es noch ein bisschen gut rüberbringt und so weiter. Bei Hochzeitsreden muss man sehr aufpassen. Da sitzen halt die Schwiegereltern und da ist die Oma und man muss irgendwie so genau den richtigen Ton treffen und witzig sein und nett und so ein bisschen, ne, romantisch. Ich gebe euch mal ein Beispiel, was man nicht machen darf. Erstmal, man darf nicht zu soft an die Sache rangehen, man darf nicht zu langweilig werden, nicht zu sicher. Man darf nicht sowas sagen wie, als ich und Björn uns kennengelernt haben, da waren wir in der ersten Klasse und wir hatten beide denselben Bleistift, nachdem wir beste Freunde. Ja? Das interessiert keinen, die Oma hat nicht mehr lange zu leben, mach's besser, mach's schneller, mach's interessant. Aber Vorsicht, auch nicht zu krass in die andere Richtung gehen. Ja? Man darf nicht sowas erzählen wie so, ja, als ich Björn kennengelernt habe, ne, da waren wir an der Uni und es war so eine Schaumparty, es waren die 90er, war so eine Schaumparty. Und da war so eine Olle, die ja unbedingt flach leben wollte, genau. Und er hat versucht, die so abzufüllen, die hat die so einen Drink nach dem anderen geholt, aber die war Russin oder sowas und hat viel mehr vertragen als er. Und er ist so ohnmächtig rückwärts in den Pool gefallen und ertrunken und er war 2 Minuten klinisch tot. Jetzt weiß er nicht, wie Schokolade riecht. Mazel Tov, ja. Zu viel. Ich würde euch gerne eine Geschichte erzählen, die ich auch in der Hochzeit tatsächlich erzählen wollte, aber dann wurde ich ausgeladen. einer meiner besten Freunde hat vor kurzem geheiratet und wir kennen uns seit der ersten Klasse. Und die Geschichte ist, dass wir auf dem Schulhof, ne, in der ersten Klasse, zweiten Klasse, auf der Grundschule und so weiter, da ging es bei uns kleinen Jungs immer nur darum, wer der krasseste Typ auf dem Planeten ist. Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris, Bruce Lee, Muhammad Ali, was auch immer. Das war so eine Riesendiskussion, die lief die ganze Zeit. Und nach einem Sommerferien kam er ganz aufgeregt auf den Hof gerannt in der Pause und er hat die Geschichte erzählt, mit der er die Diskussion für alle Zeiten gewonnen hat. Hier ist diese Geschichte. Sein Onkel hat mal mit einem Schlag ein Pferd ausgenockt. Und wir waren alle wahnsinnig beeindruckt. Das war das Beste, was wir je gehört haben. Jetzt, so 30 Jahre später, habe ich ein paar Fragen. Okay? Wie gerät man als erwachsener Mann mit einer Frau, Kindern, einem Haus, einem Job in einen Faustkampf mit einem Pferd? Wer hat angefangen? Ist er so die Straße runtergelaufen? Was hast du gesagt? Was hast du gesagt, du Scheißpferd? Was hast du über meine Frau gesagt? Was meinst du damit, sie reitet dich mehr als mich? Ich mach dich fertig! Ich glaube auch nicht so wirklich daran, dass wenn man herausgefunden hat, dass man ein Pferd mit einem Schlag ausnocken kann, dass man es nur einmal macht. Glaube ich nicht. Ich glaube, Pferde sind wie Pringles. Einmal gepoppt, nie mehr gestoppt. Man bleibt dabei, ja? Wenn ich das wüsste, dass ich das könnte, immer wenn ich einen schlechten Tag auf der Arbeit hätte oder so, würde ich mit so einer Flasche Wodka aufs Land fahren, ne? So ein bisschen zelebrieren. Es gäbe so Orte rund um Berlin, wo die Leute schon Bescheid wüssten, die würden ihren Pferden abends so Helme aufsetzen. Ja? Einfach nur zur Sicherheit, wenn die dann nachts so ein Geräusch hören, würden die sofort so, ja, ruf mal den Tierarzt an, ich glaube, Jonas hatte wieder einen schlechten Tag. Oh nee, warte, ich kann sehen, es steht schon wieder auf. Ich glaube, es reicht, wenn wir ein kaltes Steak drauflegen. Hier ist jemand gegen Pferdegewalt. Ich auch, schlag keine Pferde. Ich weiß nicht, warum ich das extra sagen muss. Ich habe 6 Jahre lang studiert. Hat hier jemand studiert? Studiert vielleicht noch jemand gerade? Ihr dürft klatschen, ich kann euch nicht sehen. Das ist ein sehr studierter Applaus. Wunderbar. Oh. Ich habe 6 Jahre lang studiert, Neurobiologie. Die Lehre über das Gedächtnis, das Gehirn und so weiter. Ich kann mich an nichts erinnern. Das ist wirklich wahr. Ironischerweise kann ich mich an nichts erinnern. Fragt mich nicht zu dem Thema. Hier ist der Punkt. Ich habe 6 Jahre lang studiert, für Prüfungen gelernt und so weiter und so fort. Aber das Einzige, was in meinem Gehirn wirklich hängen bleibt, sind nutzlose Fakten aus dem Internet. Ich weiß nicht warum. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wer hier weiß, was eine mexikanische Beerdigung ist? Niemand. Solche Sachen weiß ich. Hier ist die Sache. Wie heißt du? Alex. Alex, stell dir vor, du bist in Mexiko. Ja? Und du wachst morgens auf, vielleicht warst du auf einer Party oder sowas, und du guckst neben dich und da liegt eine Leiche. Und du weißt nicht, wo sie herkommt, vielleicht hast du sie gekauft oder selbst gemacht. Keine Ahnung, ja, du hast eine. Du weißt, du musst die loswerden, okay? Was tust du, wenn du in Mexiko bist? Du nimmst diese Leiche, du fährst zur US-amerikanischen Grenze, du baust ein Katapult und du schießt die Leiche über die Grenze rüber. Problem gelöst.
Und das passiert anscheinend so oft, dass man dafür einen feststehenden Begriff braucht: mexikanische Beerdigung. Und als ich das zum ersten Mal gelesen habe, ja, als ich das, das können wir nachher googeln, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, hat der dumme Teil in meinem Gehirn sich wieder gemeldet und hat gesagt: Ah, und jetzt wissen wir endlich, wie wir beerdigt werden wollen. Super. Und es stimmt, ich möchte so beerdigt werden, ja? Falls ihr mich tot neben euch liegen habt morgen, so möchte ich beerdigt werden. Alex, wir haben seltsamste Anmache, die je auf der Bühne stattgefunden hat. Jemals. Hier ist die Sache, ich möchte gerne in ein Land geschossen werden, das keinen Bock auf Emigration hat. So richtig keinen Bock. So Dänemark oder die Schweiz. Die Schweiz ist vielleicht super. Die so richtig keinen Bock haben, wo es schon der ganze Tag ruiniert ist, wenn mal ein Ausländer durch ihre Stadt läuft. So ein Ort möchte ich haben, ja. Ich möchte an der Grenze, dass an der Grenze das Katapult aufgebaut wird zur Schweiz. Und dann steht da so ein Gospelchor und der singt I Believe I Can Fly. Und dann werde ich so rübergeschossen und ich habe so eine GoPro-Kamera aufgekauft, damit ich noch ein paar Klicks hole, weil das heutzutage das Wichtigste ist, ja? So, es zählt nicht, wenn es nicht auf YouTube war. Ich will auch nicht irgendwo hingeschossen werden. Ich möchte auf ein konservatives Parteibrunch geschossen werden, ja? Wo die gerade so richtig schön, na, und dann ziehen die da gerade so, ah, wir wollen keine Immigranten, aber wir essen Käse. Und dann fällt da so eine Immigrantenleiche volle Kanne drauf auf den Tisch, ja? Und dann sagen die sowas wie, ah, nicht auf die Schokolade. Und so möchte ich beerdigt werden. Und das war's von mir. Vielen Dank für Jonas.